Okay. Bist du So, da? ja, wieder zurück, ich bin da. Oh Gott. Ja, hier buddelt sich irgendwas durch. Ich weiß nicht, was das ist. Aber hier gibt's Eicheln. Wollen wir uns welche holen? Nee, erst mal durchspeeden, oder? Na gut, dann hier rüber. Das hier unten können wir jetzt einfach looten, ja. Oh. Ja, das ist halt direkt die Spinnenhöhle. Die ist halt hier, aber das sind die Wolfsspinnen, die sind tagsüber nicht aktiv. Wir können es ja auf dem Rückweg mitnehmen, wenn wir den neuen Stuff freigeschaltet haben. Ja. Wenn das hinhaut, mit der Da ist Story. noch ein Müssen wir uns gucken, was drin. Trinkpäckchen. Da ist die Wolfsspinnenhöhle drinne. Schlafen sie gerade. Ah, lala, ich wurde drin. Was? Ich dachte, hier irgendwo wird noch eine Pen hier. Da unten ist das. Hier ist der Teich mit Hey. dem Fisch und den Ja. Wasserspinnen, oder? Ja. So, warte mal, hier Hier müssen wir unten irgendwo müssen wir rein, oder? rein. Hier unten. Ja, hier unten. Hinter dem Blatt. So, wir sind drin. Ich glaube, hier war auch irgendwas drin, was uns angreifen kann, oder? Kann sein. Oh, das ist aber neu. Ich wollte ja mal das hinsetzen. Ei, oh. Ich glaube, ihr griff uns doch irgendwas an. Ja, hier war doch irgend so ein Käfer, oder? Oh, Fliege. Ah ja, hier Schrotten. Ich glaube, wenn wir hier irgendeine Tür aufmachen. Hier können wir was erforschen. Rohstoffsuche. Hier können wir was öffnen, ja, bei Aber der Tür hier, wenn glaube wir ich. von unseren Eltern geschrumpft worden, Anscheinend. wieso wurde dann hier schon sowas vorbereitet? Haben sich unsere Eltern dann schon vorher geschrumpft? Ich glaube, der Vater war das und der Vater hat das vorbereitet. Achtung, ich mache jetzt hier die Tür auf. Ja. Eichenlabor. Oh, was ist denn das hier? Saft. Oh, alles voller Saft. Musst du die andere Selbstsaft nehmen? Warnung, was? Luftverschmutzung kritisch. Was? Nebel? Das ist aber neu. Wo siehst du Nebel? Ja, steht da. Schwarzer Ameisenhügel, Warnung. Sicherheitsabriegelung aktiv. Was? Oh, schwarze Ameisen hier drin. Was? Das ist neu. Hier ist der Roboter. Hecke, Warnung. Feindliche Präsenz geortet. Was, Hecke? Nicht die Tür aufmachen am besten. Ich helfe dir mal. Oh Gott. Ach, wirklich. Wir sollten nicht noch mehr Türen öffnen als nötig. Das Oh, Labor hier ist ein geht's. bisschen größer geworden, kann das sein? Ja, ein bisschen. Okay. Ich muss jetzt ja alles sehr verwirrend für dich sein. Hoffentlich kann ich etwas aufklären. Ich vermute, dass du von Dr. Tullys SSR-Gerät verkleinert wurdest. Warum bist du hier auf dem Hof? Ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich mich an kaum etwas erinnern. Ein kürzlicher Stromstoß hat eine gewaltige Explosion im Rohwissenschaftslager ausgelöst. Wie man sehen kann, ist dieses Labor eine Katastrophe. Und schlimmer noch, die Explosion hat meine Rechenleistung ruiniert. Meine Speicherbänke sind beschädigt. Tut mir leid für die schlechten Nachrichten, mein Freund. Wie kann ich dir behilflich sein? Wie kommt es, dass ich mich an nichts erinnern kann? Oh, das wäre ganz wichtig. Mir scheint, wir sind beide ein wenig desorientiert. Nach einer meiner Berechnungen hat sich der kovalente Abstand deiner Biomasse durch den Entzug interatomarer Energie verringert. Mit anderen Worten, du wurdest geschrumpft. Wahrscheinlich wurde dies mit Hilfe des Spec-Air-Plattform von Dr. Wendell Tilly Patent beantragt. Okay, erreicht. Schrumpfen kann eine traumatische Erfahrung sein. Und Gedächtnisverlust ist eine bekannte Nebenwirkung. Hoffentlich kehrt dein Gedächtnis rechtzeitig zurück. Tut mir leid, bitte schlecht. Also, Nachrichten, wie kann ich hier sein? Wo bin ich? Du bist hier, im Eichlabor. Gebaut und benutzt von Dr. Wendell Tilly.
um mit allen kleinen Dingen zu experimentieren. Was? Tuli? Tuli. Tuli, also ja, Tuli. Dies ist die Basis für die Durchführung von Experimenten in seinem Garten. Dr. Tuli ist ein brillanter Wissenschaftler und Erfinder. Er ist auch mein Schöpfer. Mein ursprüngliches Protokoll war, als Schnellkoch der Zukunft zu dienen. Okay. Ich wurde kürzlich zum stellvertretenden Wissenschaftsmanager befördert, um ihn bei seinen Experimenten zu unterstützen. Zweifellos war meine bisherige Erfahrung, Dr. Tuli, von unschätzbarem Wert. Du warst der Koch. Obwohl jetzt, wo ich es verarbeite, ich habe ihn seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen. Und jetzt kann ich mich nicht erinnern, wo er hingegangen ist. Das muss an meinen kaputten Speicherbänken liegen. Ist unser Vater vielleicht auch nicht wieder groß geworden und wir haben uns absichtlich klein gemacht? Wir haben mit dem Ding rumgespielt, wurden klein. Unser Vater ist aber nicht mehr aufgetaucht, weil der ist klein geblieben. Der ist irgendwo verschollen. Ja, kann und irgendwas sein? Ist mit seinen Experimenten schiefgegangen. Okay. Ja. Wie komme ich nach Hause? Um zu deiner primären Größe zurückzukehren, musst du Dr. Tullys Speck eher erfolgreich aktivieren. Leider zeigen meine Messungen, dass er nicht funktionsfähig ist. Es scheint durch die Explosion mehrere Fehlfunktionen erlitten zu haben. Tut mir leid, aber als würdest du hier für einige Zeit festsitzen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Wir müssen Speck eher reparieren. Das ist eine tolle Idee. Ich werde einen vollständigen Diagnosescan durchführen und sehen, was wir tun müssen, um zu reparieren. Bearbeite. Speicherfehler, Code, Omniet, OSS-Skript, Laufzeitfehler, oh Gott. Ah, tut mir leid, es scheint, als hätte ich mehr Schaden an meinen Speicherchips erhalten als erwartet. Ohne diese Erinnerung weiß ich nicht, wie ich den Speck Air reparieren soll. Speicherchips. Dr. Tuli verwendet zwei Arten von Chips, um mein Gedächtnis zu sichern. Hilfschips sind Chips mit geringer Kapazität, die zum Speichern von Projektdaten verwendet werden. Wenn du diese findest, kann ich dir helfen, neue Überlebensrezepte zu erlangen. Superchips sind etwas Besonderes und sie sind Gold. Sie sichern vollständige Verzeichnisse meiner Speichersysteme. Wenn wir den Speck Air reparieren wollen, müssen wir diese Daten auf einem Superchip befinden. Ich schlage vor, die anderen Labore im Garten zu erkunden und mit allen Speicherchips, die du findest, zurückzukehren. Okay, es gibt andere Labore, und Julia hat viele weitere Labore im ganzen Garten gebaut. Jedes Labor wird für verschiedene Experimente verwendet. Ich kann ihre Standorte in deinem SCAP-B hochladen. Bitte warte. Bearbeite. Fehler, Datei nicht gefunden. Käse und Pommes. Die Laborstandorte fehlen auch in meinen Speicherbänken. Aber wir haben Glück. Ich konnte den Standort der Heckenlabore-Einrichtung abrufen. Heckenlabore? Warte, war da nicht gerade eine Meldung? Auf dem anderen Bildschirm Bedrohung gesichtet? Das gucke ich mir mal an. Tut mir leid, aber es sieht so aus, als würdest du hier für einige Zeit festsetzen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Was ist das Heckenlabor? Das Heckenlabor ist das Beobachtungszentrum des Gartens. Es wird für die Erforschung von Spinnenfäden benutzt. Oh nein. Du findest die Hecke in der Nähe des Hauses, wenn du nach Südosten gehst. Das Labor befindet sich tief in der Hecke. Ich sende die Koordinaten an den SP. Versuche zuerst das Heckenlabor zu finden, aber es gibt nichts, was dich abhält, den Garten nach anderen Laboren zu erkunden. Außer tausende von hungrigen Insekten. Danke, toll, das erinnert mich an etwas. Wendel sperrte die wichtigen Labore mit biometrischen Scannern. Du brauchst Zugang, wenn du eine Chance haben willst. Geh zum ASL-Terminal und lege deine Hand auf den biometrischen Scanner in der Nähe. Gib ihm einen Moment Zeit, um deine Signatur zu synchronisieren. Sobald du registriert bist, kommst du auch Zugang zu ASL-Computernetzwerk. ASL gewährt Zugriff auf tägliche Arbeitsgegenstände, Aufgaben. Nein, Quests. Ja, Quests. Ich werde euch für jede abgeschlossene Quest mit Rohwissen belohnen. In meinem Wissenschaftsladen kannst du Rohwissenschaftsdaten gegenüber Lebensrezepte aus Experimenten tauschen, die Wendel durchgeführt hat, als er zum ersten Mal den Garten erkundet hat. Locke dich dort am ASL-Terminal ein und schau, was verfügbar ist. Wenn du keine weiteren Fragen hast, solltest du dich wirklich auf die Suche nach den Chips machen und versuch da draußen nicht zu sterben. Ich wünsche einen exponentiell guten Tag. Oh. Es gibt vier andere Labore. Das Heckenlabor gab es damals nicht, wo wir angefangen haben. Also hier gibt es vier andere Labore, die hier auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Schwarze Ameisen. Das erste ist das Heckenlabor. Hier steht Warnung, feindliche Präsenz geortet. Wie, woher siehst du das? Bei mir ist das immer, ist hier auf dem Hecke, Bildschirm. Hier. Hecke, jetzt. Jetzt das zweite Teichlabor, strukturelle Integrität kritisch. Wir müssen zuerst zu dem Heckending. Das dritte ist ein Nebellabor, Luftverschmutzung kritisch, was wahrscheinlich in diesem verseuchten Gebiet oder so. Brauchen wir die Gasmaske. Und das vierte ist der schwarze Ameisenhügel, Sicherheitsabriegelung aktiv. Also es scheint neben dem hier irgendwie noch vier andere zu geben oder so. So, ich trage mich mal hier ein. Weißt du, ob du das auch machen musst? Achso. Halt. Okay, ich habe mich eingetragen. Musst du auch noch eintragen? Nee. Achso, trinken. Finde das Heckenlabor. Jetzt können wir doch aber irgendwie Handel, hat er doch gesagt. Wir können jetzt irgendwie. Hole einen Superchip für Burgle. Gib pure Wissenschaft im Wissenschaftsshop aus. Wo ist denn der Wissenschaftsshop? Den suche ich gerade. Ist das vielleicht das in diesem Safe, hier. Wo wir immer. Achso. Hier. Oh, da haben wir doch gut Punkte, oder? Quest, ja. Ich guck mal in den Laden. Eine Schmiede. Hast du irgendwie was zu trinken? Ja, so echt. Arbeitsplatz, um Waffen mit verschiedenen Materialien aufzuwerten. Schmiede. Kochen für Anfänger. Komm ich da vorne hin? Mehrgeschossige Base. Halber Grasboden, Grasboden. Hier haben wir's. Ich kauf das schon mal. Das reicht. Festigte Base. Stabile Wand. Ah, da kommt dieses Fundament. Yo, Grasboden, Alter! Wir haben's. Alter! Uiuiui, kommt jetzt alles hinzu. Hier, verzichtig. Okay, mehr geht nicht. Soll ich mal noch den Quest gucken? Wie viel kommt mir jetzt hinzu? Hier, verzichtig. Handwerker herstellen Schleimpilzfackel eine. Jäger, rote Arbeiterameise. Rote Arbeiterameise 0 von 8. Soll ich die drei Quests annehmen, die der hat? Ja, komm, nimm an. Okay, hab sie. Burgle, hast du mal... Burgle? Alles geht's nicht gut. Dem geht's nicht gut. Also, Du hast dein Schiff verloren. Okay. Hier ist eine Tür. Ach so, das ist ein Rundgang. Ah, okay. Ich verdurste gleich, ich brauch dringend was zu trinken. Warte mal. Hier. Da, musst du bloß wieder gehen, den Beutel bitte. Oh ja, hier Grasboden, jetzt geht's rund. Rechte Maustaste, rechte Maustaste. Oh, okay. Hast du mir wieder? Ja, Also immer wenn man jetzt okay. irgendwie... Oh, jetzt ist das wieder in der... Hast du? Nee, du hast noch eine Hand. Du hast rechts oben, du hast ausgerüstet. Ah, jetzt. Kochkunst, Fliegenklatscho, was? Was? Fliegenklatscho? Wollen wir die andere Tür noch öffnen, die hier hinten war, oder wollen wir das lassen? Ich weiß nicht. E zum Benutzen halten, soll ich mal machen? Ich scanne mich mal ein. Biometrischer Scan. Achtung, ich weiß nicht, was da durchkommt. You shall not pass. Was? Oh, Batterien. Oh. Ich weiß es nicht. Das sieht böse aus. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollten. Na, ich trau mich nicht. Du kriegst so einen Schock, wenn du durchläufst, oder? Okay. Oder auch nicht. Ist da unten noch irgendwas? Weiß ich nicht. Töte Arbeiterameisen, finde den Burgle-L-Chip. Grabraub, okay. Ich glaube, hier ist nichts. Okay. Hier ist ein Kieselstein noch. Okay. Dann gehen wir jetzt zurück, oder? Wo es noch Nacht wird oder so. Ja, vielleicht können wir auf dem Rückweg noch ein paar Eicheln mitnehmen. Ja, das wäre echt super. Aber es ist nicht jetzt Nacht. Wenn jetzt Nacht ist, haben wir ein Problem. Es war doch eben gerade nee. Morgen. Ist noch Tag, alles gut. Yep. So, 5. Da ist auch noch ein Trinkpäckchen.
Da hinten. Was ist da am Boden? Was buddelt sich da am Boden rum? Das sind wahrscheinlich auch wieder die Larven. Oh lol, Krähe. Hi. Was, Krähe? Oh, hi. Kann man auf dieses Steinding hoch? Also dort hinten oben, meinst du, der obere Teil des Gartens? Der sollte ja auch schon da sein, jetzt glaube ich. Ist da vielleicht auch so ein neues, verseuchtes Gebiet? Weiß nicht. Also dort hinten, dort, wo, also wenn wir jetzt Richtung Base gucken, da hinten in der Ecke ist ein Sandkasten. Wollen wir uns hier runterfallen lassen, die Eicheln mitnehmen und dann Abgang machen? Okay. Hier unten ist kein Eingang. Hier unten ist kein Spinneneingang. Sicher? Ja, hier ist kein Spinneneingang. Der ist hier, ein zweiter, der ist hier. Was ist das denn hier? Hier sind auch noch Eicheln. Und hier ist so ein dicker Harzklop oder so. Ich hole mir jetzt hier ein bisschen Stuff. Ich weiß nicht, was das hier am Boden ist. Ja, es ist wahrscheinlich genau dasselbe wie vorhin. Ich weiß nicht, das wirkt sehr groß. Bin da echt unsicher. Oh, hier sind Wassertropfen, zwei Was Stück. Ist denn das hier? Komm ich da ran? Saftklumpen. Sehr, sehr schön. Alter, hier ist. Ja, ich habe einen Saftklumpen kaputt gemacht. Oh Gott, kommt da was raus. Bist du oben wieder, oder? Nee, ich bin unten. Zwischen den Wurzeln des Baums. Ich versuche wieder hoch zu jumpen. Ich bin links über dir gerade. Oh Gott. Links über mir? Ich bin, glaube ich, auf der falschen Seite. Ich laufe mal rüber. Ich will auf diese Lampe hoch. Noch. Gerne, eigentlich. Hier unten ist ja noch mehr, ne? Hier unten sind noch welche. Auf diese Lampe, da muss man ja dahin, da muss man hier rüber. Alter Ameisenhöhle, ja. Ist das hier die Spinnenhöhle? Ja. Aber die pennen tagsüber. Das sind die Wolfsspinnen dort. Wolfsspinnennest. Komm ich hier hoch? Okay, ich bin oben. Okay, oh. Da oben ist auch ein Spinnennetz, was wir einsammeln können. Theoretisch. Ich folge dir. Hä? Kannst du das einsammeln? Alter, oh, Tali, ey. Oh, ich dachte, es kommt hier was, doch, ey. Ein Netzfaden. Juhu. Wie konnte man das aktivieren? Links-Shift. Links-Shift. Okay. Das funktioniert hoffentlich. Guck mal, siehst du es da hinten? Oh. Hui. Spinne! Ich segle in die Richtung. Wo ist eine Spinne? Rechts von mir. Rechts von dir? Ich sehe keine. Easy game. Dann wieder Zeug. Das kann man endlich bauen. Können wir uns erstmal eine Base aufbauen. Läuft doch. Ich hätte gerne so Spikes hätte ich gerne vor der Base, dass es die ganzen Ameisen einfach die ganze Zeit sich selber wehtun. Das wäre gut. Tower Defense. Ja. Hast du gesehen, wie wir belagert werden? Das ist eigentlich schon ein Krieg. Eigentlich müssten wir zurückschlagen. Ich würde das nicht eher belagert nennen, ich würde das irgendwie, keine Ahnung, Gangbang paar. Alter! Alter. Was denn? Was denn los? Hä? Was sagst du? Ach du Scheiße. Alter! Was ist denn hier los, ey? Jetzt kommen sie wieder alle. Ich würde sagen, wir machen hier die unten. Karawane zieht weiter. Links, 2, 3, 4. What the fuck? Oh, schnell hier rein, ey. Oh, lol. Geh ich mal um. Nö. Ja, hab ich auch gedacht. Ein Krähenfeder.
ist in der Base gelandet. Ah, jetzt kann ich okay, nicht mehr. Nun, das ist natürlich. Jetzt kann ich meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Yay! Für den Grabshop töte rote Arbeiter. Das kriegen wir hin. Ja, die Arbeiter, das sind ja die normalen, ne? Schleimpilzfackel. Ja, das kriegen wir auch hin. Ah, dann müssen wir wieder zu dem Dude hin, oder? Um die Quest abzugeben. Ja, ich glaube, oder lass uns erstmal alle Quests dann machen. Halber Grasboden, nee, ich will Graswand. Na, hätte ich die nehmen müssen, ne? Ja. Wendeltreppe. Okay, die ist cool. Gucken, ob das geht. Wenn du so klein wärst, ich meine, stell dir mal vor. So klein. Ja. Du wirst jetzt morgen aufwachen in deinem Bett und du wärst, okay, vielleicht nicht in deinem Bett, das wäre vielleicht ein bisschen ungünstig, und du wärst so klein. In deiner eigenen Wohnung. Ich hätte erstmal voll die Panik, glaube ich. So richtig Panik. Würde ich, glaube ich, erstmal schieben. Dann hoffentlich irgendwie einen Weg finden, wieder groß zu werden. Ja, wenn nicht, würde ich noch mal Panik schieben. Wahrscheinlich. Na, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Oder? Ja. Eine kleine Base hier oben. Ja, hier. Wie mache ich denn das am besten? Kann ich denn... Ah, das muss ich. Da oben sind die Bienen. Wie ist das mit dem Boden? Ja, geht aber nicht, ne? Das ist dann so. Ah, okay. Ja, verstehe ich. Jetzt können wir hier endlich ein bisschen richtig fällen und arbeiten und bauen, ey. Das ist die große Feder da liegt, ist ein bisschen unlucky. Aber es ist eigentlich auch schön, dass die da ist. Ja, gut, aber sobald wir die bessere Axt haben, können wir die abbauen oder so. Habe ich den Pfeil wieder? Ich glaube. Ist noch was auf dem Grill? Ja. Nee, scheiße, ist nichts auf dem Grill. Ich habe auch nichts mehr. Aber ich habe noch eine dabei. Warte, ich habe noch eine. Ich habe noch eine mit. Eine. Ein Snack. Ah, ich habe noch die mit. Okay, ich packe erstmal alles hier rein. Ablegen. Ich hab Black Screen. Mein Daily Black Screen. So, jetzt. Okay. Die ist eigentlich gleich kaputt. Kann ich die eigentlich schon reparieren irgendwie? Kann ich die hier reparieren? Es geht nicht, oder? Wie kann man denn was reparieren? Das habe ich mich eben auch gefragt. Aber ich habe keine Antwort gefunden. Die Insektenaxt, ne? Ist die nächstgrößere Axt. Die Stufe 2er. Ach, das ist die. Können wir die schon bauen? Bombardierkäfer-Stuff, das hätten wir. Seidenseil bräuchten wir. Und Marienkäferkopf. Ja, Tanja, weißt du, was wir morgen zu tun haben, ne? Wir bräuchten einen Marienkäfer, ne? Habe ich denn noch Pfeile eigentlich? Ja, ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Ich fäll mal hier ein bisschen Stuff. Jetzt können wir es ja auch verarbeiten, endlich. Ich habe auch gerade die ganzen Lager aufgebraucht. Oh, das wollte ich nicht kaputt machen. Bitte nicht. Ja, meine Axt ist gleich wieder broken. Jetzt ist sie kaputt.
Wie repariere ich dich jetzt? Reparieren. Ah, mit dem Stein. Okay, ist repariert. Okay, du brauchst dann bloß Rechtsklick drauf machen und dann hast du die repariert. Oh. Musst du brauchst meistens bloß einen Stein oder sowas. Oh. Double. Alter. Die Fliege ist mehr als nervig, ne? Ich habe hier wieder eine Mücke. Okay. Ich habe sie eben schon gespottet, ey. Was hast du gespottet? Eine neue Mücke. Ich weiß nicht, wie die bei mir reinkommt. Also in real. Ja. Okay. Obwohl alles hier zu ist. Hier ist eine Ameise drin. Ach Quatsch. Zwei, vier, sechs. Okay. Die Stängel brauchen wir auch wieder. Oh, eine habe ich getötet. Ameise. Mutation entdeckt. Ameisen, was? Die Mutation entdeckt. Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Also ich fäll hier hinten gerade ganz, ganz viel, ne? Hier können wir, ja, ich habe gerade ein paar Gerüste fertig gebaut. Okay. Ich überlege gerade, ob man hier vielleicht auch noch mal irgendwie. Ich habe eine Idee. Warte mal. Die Nacht, wenn das Grauen erwacht. Was? Was? Grauen? Wie Grauen? Ja, das Grauen, das Böse. Versperrt, deswegen versperrt. Deswegen hier. Ist das jetzt immer versperrt? Nee. Als ich neulich bei mir aufgeräumt habe und die ganzen drei Fragezeichenbücher gefunden habe, habe ich auch Gänsehautbücher gefunden. Das sind Gänsehautbücher. Das sind diese. Ah, da gab es, glaube ich, auch so eine Trickserie damals. Gänsehaut, ne? Das sind solche Kindergruselgeschichten. Die sind aber echt ein bisschen grenzwertig manchmal. Okay. Also ich glaube, die Serie war damals immer so ein bisschen auf Comedy ausgerichtet, aber die Bücher? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe mich hier mal ein bisschen um Licht gekümmert. Oh, das ist natürlich sehr gut. Na? Können wir hier hinten noch die Böden machen? Krass, Bruno. Voll die Idee, was wir hinten machen könnten. Ich übertreibe es halt gerade schon wieder, aber das ist eine gute Idee. Es ist wirklich, ich bin nur am Rennen. Entschuldigung, es tut mir leid. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich ja. Dach wollte ich nicht. Ja, das sind jetzt die ganzen, wo du die Unkrautstelle brauchst. Ja, Ja, wir haben noch einen. Ich gehe gleich mal Unkrautstängel holen. Graswald. Okay. Ich habe noch nichts zum Braten. Habe ich noch Pilze? Ja, ich habe noch Pilze. Was? Achso. Das klingt sehr. Ja, Tarnim. What the fuck? Haben wir noch irgendwas zu essen? Der Typ schmeckt es, Alter, soll ich denn machen, ey. Ich geh mal kurz jagen. Obwohl, es ist Nacht, ne? Wir sollten pennen. Bevor es kritisch wird. Wenn ich jetzt penne, verdurste ich, ey.
Das ist halt so ein permanenter Struggle, ey, das Trinken. Seitdem dieses OP-Trinkpäckchen nicht mehr da ist, ne? Naja. Das OP-Trinkpäckchen war damals immer gut. Die Zeiten sind vorbei. Na komm, wollen wir pennen, zur Not trinke ich Brackwasser oder so. Das gute alte Brackwasser willst du trinken, ja. So. I'm ready to hit the sack. Was futtern denn nochmal? Die Dönermann. Da ist dieser rote Sandkasten. Ach, der ist direkt neben dem Tisch. Und dahinter sind auch Mülltonnen. Alter, da ist doch der Loot des Todes drin. Wenn das DayZ wäre, wäre da der Military Loot. Wahrscheinlich. Ich will ins Haus. Ich will in den anderen Garten. Ich will über die Straße, wenn da Autos langfahren, ja. In den Supermarkt oder so. Also das Haus wird bestimmt ein erstes DLC. Gehe ich mal schwer von aus. Das Spiel hat halt so unfassbar viele Möglichkeiten. Ja, hat das. Wenn sie clever sind, machen sie das auch alles. Und ich denke schon, dass sie das machen. Zur Not auch mit DLCs. Bei so einem Content ist das gerechtfertigt, finde ich. Ja, doch. Wenn du halt wirklich ein komplett neues Gebiet oder so machst. Ja. Also ich würde dann auch sagen, wir tun Lager und Co. nach oben verlegen, oder? Dass wir dann alles hochschaffen. Findest du noch solche alten Stängel, Gedöns? Ich guck mal, ich bin gerade hier mit Trinken beschäftigt. Okay. Oh, ich sollte auch mal essen und trinken. Oh. Wir haben nichts zu essen hier mehr, ne? Also ich habe noch meine geilen Pilze. Ich guck mal, ob ich was zu essen erjagen kann. Die Ameisen sind auch nicht mehr da. Da ist eine Fliege. Ach, scheiße. Wo ist sie? Ich bekomme gleich Dünnschiss, wenn ich so viel Pilze esse. Hier einmal Fliegenfleisch, ich gehe noch einmal. Oder kann einer. Bleib stehen. Fliegi. Nein. Stop it. Stop. Ich hab zweimal Fliegenfleisch, wie das nicht. Schönes Fliegenfleisch-Omelett. Nein. Fliege. Zack. So, muss ich kurz warten. Dann snacke ich mir das. Dann geht's mir eigentlich wieder relativ gut. Ich nehme mal ein paar Pflanzenfasern hier. Alter, die Feder. Noch ist nicht fertig. Ja, wir brauchen halt die Stängel wieder. Warte mal, wie hoch ist denn dieses Treppending? Das wäre ein bisschen übertrieben. Unkrautstängel, das wieder was. Ich guck mal nach Stängeln und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kommt ja auch ein Marienkäfer über den Weg gelaufen. Vielleicht kommt da noch die Bewegung. Oh nein. Was denn? Die Invasion beginnt wieder. Oh nein, es geht wieder los. Die ersten 2, 3 sind schon wieder da. Jetzt stehen wir auf der Tür. Nee, Alter. Hallo, ey, hast du mal einen Euro? Ja. Oh, das wollte ich nicht. Kann ich mir... Ja, jetzt kann ich was essen. Give me food. Ich hätte noch die Pilze gehabt zur Not, aber... Da ist ein Wassertröpfchen. Ach nö, ist rausgefallen. Da, meins. Achso, Schöpfung. Ja, die sind wieder Stängel, da. Ne? Die sind wieder da. Drüben lagen, glaube ich, noch welche. Ja, die hast du schon geholt gehabt, ne? Ich hatte eben noch 2 gefunden. Dort liegt noch eine Rabenfeder. Hier liegen überall Rabenfedern mittlerweile. Sag mal. Was ist das denn? War das eben auch schon da? Was, wo? Wenn du hier auf dem Gerät stehst und über unsere Base guckst, da steht da hinten so ein... Was soll das sein? So ein Gaskanister, oder? Ja, da saß die Krähe auch schon vor uns drauf.
Okay. Oh, da ganz hinten ist so ein... Hier, hier ist einer. Hier ist eins. So ein Teil. Hier drüben. So eine Pusteblume. Hier. Na komm. Geh kaputt. Geh kaputt. Okay. Boom. Oh Gott. Nur drei. Ich habe auch eins. Okay. Ein Schirm bräuchte ich den Ether wieder neuen wahrscheinlich. Hier sind noch welche. Nee, hier ist eine Distel. Hier ist eine Distel direkt neben uns. Was? Wow. Oh mein Gott. Wow, weg, hier ist eine Distel. Oh, der Pusteblumen sehe ich gerade gar nicht. Wow, ich konnte es nicht. Ich habe es nicht erwischt. Willst du mich jetzt verarschen? Kann ich mir irgendwie gegentreten? Dann halt nicht. So. Drei Stück haben wir. Also ich habe noch eins. Also ich hatte jetzt gerade noch eins. Das habe ich hier verbaut, um das Fenster fertig zu machen. Jo. Alter, die... Ich höre die schon wieder, ne? Wenn wir dann das ganze Zeug von da unten wegziehen, ich hoffe, dann wird es angenehmer, dass sie dann nicht mehr hier so am rumexistieren sind bei uns. Aber es wird. Oh, hier ist wieder. Wollen wir mal Richtung den Ameisen gehen und da mal ein paar wegmachen? Ha, du meinst wegen den Rüstungsteilen oder so? Rüstungsteil und wir haben ja eh die Aufgabe, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist neu hier, Kochkunst, glaube ich. Das Ding ist, glaube ich, neu. Ich habe nichts mehr zum Erforschen. Ich habe Fliegenpelz, warte mal, den packe ich mal weg wegen nächsten Bögen und so. Eins geht ja noch momentan. Also von mir aus können wir mal in die Richtung gehen. Ja, dann gucke ich noch, ob ich irgendwas hier ablegen kann. Speichern wir noch ganz kurz. Nochmal. Okay. So. Mann, wieso gehen immer nur... Jetzt ist gerade die Rabe wieder auf den Kanister dahin gelandet. Wie konnte man denn das ausstellen, dass das so verschwommen wird in der Distanz? Ich weiß sie nicht. Ich glaube, das konnte man hier in den normalen Optionen nicht ausstellen. Das gibt da irgendeinen Trick. So ein giftiger Nebel. Dienhilfe.